Ja, hallihallo Leute, ich bin's mal wieder hier im Bauforum 24 News. Wir sind heute mal nicht unterwegs, wir sind heute mal im Büro, ne? Und ja. Hinter der Kamera unser alter Freund und Kupferstecher, der Max. Max, du hattest gerade 2 Wochen Urlaub. Ja, hatte ich. Das hätte ich auch gerne mal. Wo warst du denn? Ich war nirgendwo. Mein Kollege Johannes, der hat mich ein bisschen veräppelt. Wie veräppelt? Ich wollte mit Johannes eigentlich nach Holland, aber dann ist ihm eingefallen, dass er einen Abschlussfilm drehen muss. Auf einmal. Ach so, oh ja. Aber Holland ist doch die größte Stadt der Welt, ne? Ja. So ungefähr. Ja, und dann hast du richtig Spaß gehabt. Aber Darius hat irgendwie erzählt, er hatte oder hat vor, dass er irgendwie zum Flughafen will, ein Ticket kauft, was am günstigsten ist, und dann machen sie einen Trip. Darius? Ja. Ach cool. Also nicht so Blindbooking, sondern einfach das, was jetzt am günstigsten ist? So ungefähr. Ja, okay. Ja. Habe ich auch noch nicht gemacht. Gut, ich bin ja so ein bisschen auch schon ein bisschen älter, ne? Was gibt's zu berichten und vor allen Dingen kurz vorab vielleicht, warum habe ich hier diese tolle Deko? Ne? Das ist ja traumhaft, sieht das ja aus hier, 2 Tischkreise. Ja, weil ich diesen Monat noch mit dem Michael Tischkreissägen untersuchen werde. Und zwar, ich glaube, irgendwie um 24. rum oder so kommt Michael rüber. Und wir haben mittlerweile so ein paar ganz ansehnliche Tischkreissägen, nämlich eine Metabo TS, glaube ich, 254. Dann hattet ihr gefragt nach der relativ preiswerten Scheppach HS105 oder so heißt die, glaube ich, um die 200 Euro. Und was haben wir noch? Ja, die Metabo, dann die Bosch GTS 10. Die habe ich letzte Woche gekauft. Die kam letzten Freitag. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe euch ja schon mal die DeWalt mit Akku gezeigt. Blende ich euch mal gerade oben ein. Und die gibt es ja auch mit Kabel. Hier so. DW745. Auch aus meiner Sicht eine ganz gute Säge, die ich euch auch mal zeigen wollte. DeWalt ist irgendwie nicht erreichbar auf Anfragen. Deshalb habe ich die dann auch einfach gekauft. Und da habe ich nämlich noch eine Idee, weil was soll ich mit so vielen Kreissägen? Ich werde das so machen, wenn wir die getestet haben, dann verkaufe ich die an euch für einen guten Kurs. Ich würde sagen, Hälfte vom Neupreis, die sind ja dann quasi gerade mal ein bisschen mit rumgesägt, rumprobiert und abgefilmt natürlich. Und könnt ihr mir mal schreiben in die Kommentare, ob das was für euch ist, eine Option. Vielleicht freut ihr euch oder vielleicht seid ihr auch der Meinung, Geschenk noch zu teuer, sowas hier. Dann vielleicht nicht. Dem aufmerksamen Zuschauer wird es aufgefallen sein, dass die letzten News, welche haben wir heute übrigens? 17? Wo eigentlich 2 Wochen oder dann, wenn die 17 hätten gesendet werden müssen, es gar keine 17 gab. Aber das lag daran, dass wir auch unterwegs waren. Ich hatte mich hammermäßig erkältet. Es stand mit so einer Birne in Chile bei 30 Grad in der Sonne und musste die X-Klasse fahren. Das heißt musste, habe ich ja gerne gemacht. Aber ich war nicht so zufrieden mit meiner Performance, muss ich sagen. Nee, ich war, echt total platt. Aber wir waren lustigerweise auf dem Rückflug, waren wir in Rio zwischengelandet und wir mussten Holding Patterns fliegen, weil wir durften nicht runter, weil, hast du mitgekriegt? Wir waren, ja, du warst ja auch nicht da, wir waren in Rio und da war Stromausfall. Und da kamen wir am Flughafen an und es war zappenduster. Der ganze Flughafen war, also Notbeleuchtung lief, aber es war zappenduster. Wir haben auch ein bisschen Kamera laufen lassen. Ich würde sagen, blenden wir gerade mal die Mats ein. Warte, ich mache mir ein Kopflicht. So. Wir sind jetzt tatsächlich in Rio am Flughafen. Und wir sind gerade durch ein Gewitter geflogen. Wir sind heil runtergekommen. Es hat ein bisschen geruckelt. Aber der Flughafen in Rio hat keinen Strom. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier mal in die Lounge kommen. Wenn die Türen aufgehen, die Schiebetüren. Wenn die Türen aufgehen, genau. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber die Straßenbeleuchtung ist auch komplett ausgefallen. Du siehst nur die Lampen von den Autos. Nett, aber die Bar funktioniert, hat er gesagt, ne? Ey, wie geil. Hier ist echt. Links, rechts, können wir uns aussuchen? So, wir sitzen jetzt hier in der Lounge an der Bar und haben uns erstmal einen schönen Gin Tonic gegönnt, weil der ist ja mit Eis und das Eis ist noch nicht geschmolzen, weil Power Failure ist noch nicht gelandet, glaube ich. Aber
düster alles. Ich habe schon Power-Blackouts erlebt an Flughäfen, aber das waren keine Flughäfen, sondern wo du eine Lounge hattest. Perfekt. Wir haben in der letzten Zeit einige schöne Videos rausgehauen, wie ich finde. Ich habe mich gefreut, dass die regen Anklang gefunden haben. Zum Beispiel erste Fahrt mit der X-Klasse V6. Ging ganz gut, hat an die 80.000 Views bereits. Auch viele Kommentare. Und natürlich wusste ich, dass das Thema X-Klasse für viele auch ein Reizthema ist, weil es ja technisch auf dem Nissan Navara basiert. Und viele dann sagen, das ist ja nur ein Navara und Nissan viel billiger und so weiter. Ja, es basiert auf dem Navara, aber es ist ja zum Teil schon ein bisschen anders. Es hat sich auch eine anregende oder angeregte Diskussion entwickelt. Finde ich immer super interessant, wenn ihr anfangt zu diskutieren. Was mir teilweise aufgefallen ist, ist die Diskussionskultur, die ich würde mal sagen, so allgemein, wie siehst du das, Max, sehr gut ist. Ja, aber manchmal hat man auch echt so ein paar Bieren dazwischen, finde ich. Zum Beispiel beim Scania. Ich bin für euch mal die Palette da gefahren und da gab es zwei Kommentare, die sind voll abgegangen und haben gesagt, hier, was will der Vollidiot da, der hat da nicht mal einen LKW-Führerschein, was erzählt er uns, bla bla bla. Da denke ich, Leute, entspannt euch doch mal. Und das Thema, das Zauberwort heißt, glaube ich, Toleranz. Ne? Ich sage ja nicht, guck mal, das Ding ist viel besser als das und das, das wäre ja anmaßend, weil das kann ich auch gar nicht. Genau, auch Diskussionskultur heftig war, das Thema hätte ich gar nicht so gedacht. Daimler hat uns eingeladen, fahrerloser Winterdienst, also nicht autonome Trucks, sondern Trucks, die automatisiert fahren für den Flughafen Winterdienst auf abgesperrtem Gelände. Fand ich eine super interessante Geschichte, gab super viele Diskussionen und die Diskussion ging oft in so eine Richtung, so die Maschinen übernehmen die Herrschaft, Arbeitsplätze fallen weg. Teilweise sachlich, teilweise fand ich es gut und angeregt, teilweise auch wieder so ein bisschen plump. Kommentarfunktion habe ich noch eine Frage, vielleicht kann mir das einer beantworten. Und zwar, was ich bei YouTube super nervig finde, ist, du hast ja eine Kommentarfunktion und da gehe ich drauf und dann sehe ich alle neuen Kommentare. Aber ich sehe immer nur den Mutterkommentar. Wenn zum Beispiel eine Diskussion ist, wo 30 Kommentare auf einen Kommentar sind, dann tauchen die nicht mehr auf. Das heißt, ich müsste dann in den alten Kommentar gehen und gucken, ob da was geschrieben wird. Und bei hunderten von Kommentaren, die wir kriegen, da ist es ja gar nicht leistbar. Und das finde ich ein bisschen schade, weil teilweise mich Leute ja dann fragen irgendwas oder sich auf mich beziehen und eine Antwort, aber ich kriege davon keine Info. Ich glaube, das gibt es nicht. Aber vielleicht gibt es ein Tool oder irgendwas, aber wenn das einer weiß, soll er mir das mal schreiben. Dann noch kurzer Rückblick. Ich war mit Marlina beim VDMA. Mitgliederkongress findet alle 3 Jahre statt. VDMA, für die, die es nicht wissen, Verband Deutscher Maschinenanlagenbau. Und die haben natürlich auch einen eigenen Fachverband für die Bau- und Baustoffmaschinen, wo wir natürlich ein bisschen zu Hause sind. Interessante 2 Tage, viele Vorträge zum Thema und auch Lage der Nation so in dem Baumaschinenbereich. Die Jungs und Mädels sind alle super zufrieden. Konjunktur ist natürlich in Deutschland gerade wirklich gut. Da kann sich keiner beschweren. Die haben so ein bisschen Panik, teilweise die Hersteller, dass sie ihre Kapazitäten wieder zu sehr erweitern und dann kommt vielleicht wieder so ein Dip und dann hat man Überkapazitäten. Das ist natürlich immer bei jedem immer da die Frage, wie weit plant man da vor. Und ein Thema war natürlich auch Digitalisierung, war so ein Kernthema. Schnittstellen, Protokolle, gemeinsame Standards, sehr interessant. Das steht hier noch auf meinem Zettel. Nächste Woche sind wir wieder unterwegs, Thema LKW. Ich war ja gerade bei Scania und wir sind eingeladen von Daimler, den Arox mal im Gelände zu fahren. Uns das Ding nochmal genauer im Matsch anzugucken. Als der Arox Premiere hatte, haben wir den schon mal gefahren. Verlinke ich mal euch mal gerade oben das Video, aber wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an, können dann auch auf den berühmten Sauberg. Eigentlich sollte ich ja im November noch nach Afrika, das hat sich jetzt verschoben, wahrscheinlich Anfang 2018. Das heißt, wir haben hier zu Hause auch noch ein bisschen was, zum Beispiel Power Shootout Akkuschrauber wird definitiv dieses Wochenende stattfinden. Ich war im Sägewerk, ich habe eingekauft. Ich habe irgendwie so einen Megabalken, hast du die gesehen? Die hast du auch noch nicht gesehen. Nee. Stehen, drüben. Also solche Oschis, Douglasie. Ja. Eichenbretter und Eichenbohlen und was weiß ich. Da werde ich am Wochenende Gas geben und diese Woche Freitag kommt ein Akkuschrauber. Und zwar hatten das auch Leute schon gefragt, hier soll ich mal Flex testen. Das sind die letzten, die noch in der ersten Staffel der Akkuschrauber waren. Bei Metabo haben viele auch geschrieben, da hatte ich ja explizit gefragt, hier Akkuschrauber ist im Prinzip erste Staffel durch. What's next?
Einige haben geschrieben, ich soll mal den Parkside vom Lidl testen. Stellvertretend für so Discounter-Schrauber. Mal gucken, wie das aussehen wird. Jo, und dann ist noch die Agritechnica. Wenn ihr irgendwas habt, was euch auf der Agritechnica interessiert, schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich freuen, weil dann hätte ich auch noch mal ein paar Anregungen, was ich auf der Agritechnica da mache. Wir sind da einen Tag, gucken uns ein bisschen um. Die Gewinner, also den Metabo BS Quick, den kleinen aus dem Test oben verlinkt, hat der Zuschauer Pencho 258 gewonnen oder Pencho 258. Melde dich bitte innerhalb der nächsten oder dieser Woche bei uns. Mail blenden wir gerade ein, steht auch nochmal unten in der Beschreibung. Redaktion @bau25bits. Und dann schicken wir dir das Ding zu. Wenn du dich diese Woche nicht meldest, dann suchen wir jemand anders aus. Und wir haben noch den Forstlabor, den Pharmax, den, ich glaube, 35er ist das. Der geht an den User Thorsten Krieger. Thorsten, auch du bitte melden oder Mail an uns, an die Redaktion. Geht dann an dich raus. Und dann sind wir nämlich noch bei einer wichtigen Frage, die ich mir in letzter Zeit öfter gestellt habe. Weil ihr seht ja, was wir an Werkzeugen hier haben. Das Problem ist, ich habe natürlich nicht unendlich Zeit, würde es aber trotzdem machen, aber kann es nicht alles in dieser Tiefe machen. Und ich habe euch ja schon mal zwei Unboxings gezeigt, zum Beispiel von dem Triton Kombischleifer und von der DeWalt Akkutischkreissäge. Und die Frage an euch ist, werdet ihr damit d'accord, wenn wir zum Beispiel ein Format machen, wo ich einfach ein paar Unboxings mache, mir einfach Sachen angucke, die hier teilweise auch schon liegen und warten darauf, reviewed zu werden. Und deshalb die Frage, wäre das für euch okay, wenn wir ein Format machen, wo wir es einfach mehr basic machen, es kürzer halten, so 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten, einfach Sachen mal kurz angucken, Neuheiten kurz ansprechen, zeigen, aber die jetzt nicht großartig testen. Das ist die Frage der News Nummer 17. Schreibt mir die mal unten in die Kommentare. Und unter allen Kommentaren werde ich wieder was verlosen. Was haben wir denn? Jo, ich habe noch eine Bosch Oberfräse, nagelneu, eine grüne. Die verlose ich. Also, ne? Schön fleißig kommentieren. Ich suche mir einen aus. In diesem Sinne, bis dann. Und wir sehen uns diese Woche. Ja, gibt noch was zu gucken. In diesem Sinne, tschüsschen.